ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Gesprächsabend im Jahr 2019 und wir widmen uns dem Thema 130 Jahre Sozialdemokratie in Österreich und stellen dabei unter anderem die Frage Erneuerung, um gestärkt wiederzukommen. Auf dem Heinfelder Parteitag 1888-89 vereinigte bekanntlich der Arzt Viktor Adler die verschiedenen sozialdemokratischen Gruppen und gilt damit als Begründer dieser damals neuen Partei. Er wurde dann auch gleich zum ersten Vorsitzenden der SDAP gewählt. 130 Jahre später haben wir mit Pamela Reinde-Wagner wieder eine Ärztin und auch erstmals eine Frau an der Spitze der Sozialdemokratie. Dennoch gibt es einiges zu tun, denn sozialdemokratische Parteien haben nicht nur in Österreich einige schwere Niederlagen erlitten. Es gibt zu beobachtbare Verschiebungen in den Wählermilieus, frei gewordene Positionen, Fragen der Neupositionierung etc. etc. Und diese Fragen und wie man vielleicht in Zukunft Gerechtigkeit und Innovation in einem sozialdemokratischen Modernisierungsprogramm mit dem Ziel einer Erneuerung möglich machen kann, das wollen wir heute diskutieren. Dazu haben wir einige Expertinnen und Experten eingeladen, die darf ich ganz kurz vorstellen. Gleich neben mir Reinhard Heinisch, Politologe an der Universität Salzburg. Herzlich willkommen. Gleich daneben Ferdinand Latziner, ehemaliger Finanzminister. Herzlich willkommen. Eva Linsinger, die Innenpolitik-Ressortleiterin des Nachrichtenmagazins Profil. Herzlich willkommen. Wolfgang Petritsch, jetzt Präsident der Austrian Marshall Plan Foundation und ehemaliger Botschafter, sowie der Philosoph und Netzwerkforscher Harald Katzmeier. Herzlich willkommen. Wir haben auch ein paar Bücher von der einen Hälfte unseres Panels von der Fachbuchhandlung zur Verfügung gestellt bekommen. Ich wünsche eine gute Diskussion und Max, bitte dich, jetzt die Gesprächsleitung zu übernehmen. Herzlichen Dank für euer Kommen und für euer Interesse heute. Danke für diese einleitenden Worte. Auch von mir ein herzliches Willkommen im neuen Jahr hier im BSA. Bei unseren Veranstaltungen im Gespräch geht es darum, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Kultur, aus dem Journalismus zusammenbringen, um uns über Themen zu unterhalten, die uns als wichtig erscheinen. Wir werden zuerst hier am Podium diskutieren. Anschließend haben auch Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen ans Podium. Und starten tun wir diese Gesprächsrunden oft mit einem am Podium nicht so beliebten Gimmick. Das nennt sich Word Rap. Das heißt, ich fange einen Satz an und bitte Sie, diesen Satz zu vervollständigen. Der heutige Wordrap ist: Die größte Errungenschaft der Sozialdemokratie der letzten 130 Jahre war für mich. Bitte, spontan einfach soziale Gerechtigkeit. Geht schon weiter. Die Menschen, die unterprivilegiert waren, zu einem Teil der Gesellschaft zu machen. Um jetzt nicht zu wiederholen, was die anderen gesagt haben, auch Bildung für alle zugänglich zu machen und nicht nur für einen kleinen Teil. Die Sozialdemokratie als Bildungsbewegung. Das ist jetzt nicht originell, weil ich muss mich ja anschließen. Es ist die Öffnung des Bildungssystems und die Durchflutung vor allem auch des Bildungssystems mit anti-autoritären Bildungsmodellen. Herr Latziner, Sie haben jetzt gerade gesagt, die SPÖ für alle zu öffnen oder quasi zugänglich zu machen. Sie haben einmal bilanziert, eine Sozialdemokratie, die nur davon redet, dass sie geschlossen sein muss, wird bald selbst geschlossen sein. Würden Sie diesen Satz heute immer noch so? Ja, keine Frage, nicht? Also ich glaube, dass eine Bewegung nur dann lebendig ist, wenn es in ihr eine offene Diskussion gibt.
Und dieser Ruf nach Geschlossenheit hat ja sehr oft bedeutet, dass man Kritik weder von außen noch von innen hören wollte. Und das halte ich tatsächlich für das Koma einer Bewegung, wenn sie nicht Gedankenfreiheit und auch die Freiheit der Äußerung dieser Gedanken zulässt. Das ist der Sozialdemokratie und da passiert. Also was von anti-autoritär gesagt wurde, also ich habe schon bei meinem Eintritt in die Jugendbewegung diese Partei nicht als anti-autoritäre Bewegung erlebt. Sie ist dann vielleicht anti-autoritär geworden und ich war vor allem in einer Jugendorganisation, die wirklich anti-autoritär war, noch bevor dieses Wort erfunden war. Ja, also daher glaube ich, ist es tatsächlich so, dass eine Bewegung oder eine Partei dann geschlossen ist, wenn sie nur ein Ziel hat, nämlich geschlossen zu sein. Danke. Herr Heinisch, Sie haben gesagt oder in einem Artikel beschrieben, dass es, und ich glaube, uns ist es auch klar, es gibt in der SPÖ unterschiedliche Flügel. Es gibt einen eher rechtsgerichteten Flügel, der sich durchaus auch eine Koalition mit der FPÖ vorstellen kann. Es gibt einen, so wie ihn Hans-Peter Doskozil beschreibt, grün-linke Fundipolitik-Flügel. Wie kann eine Partei in der Zukunft bestehen, die sich öffnen soll und trotzdem eben diese Dualität in sich aufweist? Ich würde sagen, das ist genau das Problem der Sozialdemokratie, dass diese Unterscheidung, diese zwei Flügel ja eigentlich genau eine Struktur aufnimmt, die ihr vom Gegner vorgegeben wird. Und sie fällt ja hier in diese Falle hinein. Das Thema der Sozialdemokratie ist, um Wahlen zu gewinnen, brauchst du Zielgruppen, brauchst du Wählerinnen und Wähler, die du ansprechen musst. Den Wählerinnen und Wählern ist völlig egal, zu welchem Flügel du kommst. Und wenn die Sozialdemokratie sich in diese beiden Flügel spalten lässt über eine Thematik, wofür sie nicht gewählt wird, das ist völlig uninteressant für die Leute, ist sie mit sich selbst beschäftigt und wird dann nicht gewählt, weil sie sich in diesem Grabenkampf erkämpft. Wenn ich mich als Sozialdemokrat überlege, wer ist für mich als Wählerschicht wichtig? Das sind Menschen mit geringeren Einkommen, das sind in erster Linie Dienstleister mittlerweile, weil die Arbeiterschicht, die Produzenten relativ gering ist. Das sind in erster Linie Frauen. Frauen sind die wichtigste Gruppe, also Frauen ohne Matura sind die wichtigste Gruppe neben den Pensionisten für die Sozialdemokratie. Denen ist es völlig egal, welcher Flügel das ist. Ich muss mir überlegen, wie hole ich diese Leute, was bewegt die Leute, wie spreche ich mit denen, wie hole ich sie emotional ab, was treibt die um? Wenn ich im Wahlkampf mich zwei Monate lang streite, welcher Flügel mit der FPÖ kann oder nicht kann und verschiedene Signale sind, da ist das Spiel schon vorbei, dann habe ich verloren. Ich muss mir überlegen, von wem will ich, der mich wählt, wie komme ich an die Leute ran, was bewegt diese Leute und wie mache ich für diese Leute eine Politik und wie kann ich ein optimistisches, eine Vision entwickeln und mit welchen Personen hole ich die ab? Das ist die Frage, mit der sich die Sozialdemokratie beschäftigen muss. Nicht, welche Gruppe mit wem streitet und wie man diesen Streit dann lösen kann. Frau Linsinger, wie stehen Sie zu diesem vielleicht Mythos der Kernklientel? Die Arbeiterinnenschaft war und ist eine sehr wichtige Zielgruppe für die Sozialdemokratie. Und trotzdem ist dieses Argument oft, dass man für die Rückkehr der Arbeiterinnen zur SPÖ eine Politik von Fremdenhass bzw. eine Politik der Ausgrenzung fahren muss. Haben Sie jetzt Arbeiterinnen quasi mit Binnen-I gesprochen? Meinten Sie Arbeiter und Arbeiterinnen oder Arbeiterinnen, die Frauen? Ich meinte Arbeiter und Arbeiterinnen, aber natürlich sind eben die Arbeiterinnen, wie wir gerade gehört haben, anscheinend die wichtigere Gruppe als die Männer.
Arbeiterinnen gibt es so gut wie keine, das wissen wir. Es gibt, wenn auch dieser Begriff mittlerweile sehr schwammig geworden ist, zum Rückkehr der Kernklientel, da sitzt die SPÖ teilweise einen Mythos auf, denn diese Kernklientel ist teils schon seit Jahren, seit Jörg-Haider-Zeiten weg. Also von Arbeitern, Arbeiterinnen weniger, aber Arbeitern, die heute die FPÖ wählen, haben teils schon die Väter Jörg-Haider gewählt. Es gibt kein Zurück, die waren nie dort. Die kann man vielleicht gewinnen, aber diese Rückgewinnung ist ein Mythos. Generell ist dieser Begriff der Arbeiterschaft heute sehr schwammig. In Wien sind noch 9% der erwerbstätigen Arbeiter. Wien ist natürlich auch eine große Dienstleistungsgesellschaft, von denen hat ungefähr die Hälfte kein Wahlrecht. Selbst würde die SPÖ 100% davon erreichen, wäre sie noch weit von einem akzeptablen Wahlergebnis entfernt. Ungeachtet dessen ist es aber natürlich die historische Mission der SPÖ, eine Politik für sozial Schwache zu machen. Ich möchte gern daran anschließen, was Sie gesagt haben. Frauen, jetzt nicht nur Arbeiterinnen, sondern Frauen quer durch alle Bildungsschichten, zählen zu einem relativ verlässlichen Wählerkreis der SPÖ, gemeinsam mit Grün und Neos. Es gäbe auch ganz andere Mehrheiten. Und da hat man schon, oder Frau, manchmal das Gefühl, dass die SPÖ sich zwar verbal sehr zum Feminismus bekennt, aber das bisschen so als Freifach betrachtet, indem man auch getrost durchfallen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die selbstgesetzte Frauenquote hat die SPÖ bisher in ihrer ganzen Geschichte kein einziges Mal erreicht. Und das verärgert auch manche. Und da wird sie auch zu Recht manchmal dafür abgestraft. Um noch ganz zum Schluss darauf zurückzukommen, das Thema Migration ist auch deshalb so ein dominantes Thema, davon bin ich überzeugt, weil es der SPÖ nicht gelingt, ein anderes Thema zu setzen. Es gäbe viele andere Verteilungsfragen, zum Beispiel gab es jetzt gerade die neue Reichtumsstudie, wo man sehr wohl über Verteilung des Einkommens, Vermögens reden kann. Wenn die SPÖ-Vorsitzende sich allerdings selbst skeptisch zeigt zu Vermögensteuern, bin ich ein bisschen skeptisch, ob die SPÖ die Ungleichverteilung von Vermögen thematisieren kann. Dann ist sie zurückgeworfen auf Migrationsthema, wo sie eigentlich seit Jahrzehnten zwischen Anstand und Stammtisch taumelt, mit ein bisschen Tendenz zum Letzteren. Und dass das niemand überzeugt, kann jetzt auch, glaube ich, niemand überraschen. Viele Themen, die wir in Folge vielleicht noch ansprechen werden. Herr Petritsch, die Sozialdemokratie war und ist ja auch immer eine Europapartei. Europa stand immer im Zentrum. Trotzdem ist jetzt quasi, geht es der Sozialdemokratie ganz allgemein in Europa momentan nicht sehr gut. Gibt es da Beispiele, wo wir uns was abschauen könnten von anderen Schwesternparteien, oder müssen wir unseren eigenen Weg finden? Ich glaube also, dass die, dass man sich, wenn man sich in Europa umblickt, nicht wirklich Mut schöpfen kann, wenn es um die Sozialdemokratie und die Zukunft der Sozialdemokratie geht. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich versuchen müssen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Was bis jetzt gesagt wurde, stimmt alles, aber es ist strukturell natürlich genauso für andere hochentwickelte Industrie- oder postindustrielle Staaten und Gesellschaften so. Ja. Ich glaube, das ist einmal eine Geschichte, die man in einem größeren Kontext auch einmal sehen muss. Ja. Insbesondere bei der letzten Wahl wurde zwar die Nummer 1 sozusagen verloren, aber wir haben, die Sozialdemokratie hat sogar noch Stimmen dazu gewonnen. Also das unterscheidet sie zum Beispiel, ich habe da vor kurzem mit dem ehemaligen holländischen Außenminister gesprochen, der jetzt schon 2017 abgewählt worden ist, die jetzt irgendwo im einstelligen Bereich unterwegs sind. Ja. Also da ist sozusagen etwas, was man ansprechen muss, das weit über die österreichischen Probleme hinausgeht. Ja. Ich glaube schon, dass es vieles Selbstgemachte, Eingemachtes, Lokales gibt. Ja. Man muss einfach, wenn man die Löbelstraße anschaut, sagen, okay, also wie kann man da überhaupt arbeiten? Wenn man, weil ich gerade den Peter Jankovic getroffen habe, der hier bei uns ist, wenn man an die internationale Vernetzung der österreichischen Sozialdemokratie denkt. Ne? Dieses Paradoxon, dass wir im Zeitalter der Globalisierung als Sozialdemokratie
uns verabschieden vom Internationalismus. Ja, nicht erst heute, nicht erst gestern, schon, sondern schon seit längerer Zeit. Da fällt mir dazu, wie so oft in meinem Leben, der Bruno Kreisky ein, der, als das Außenministerium aufgegeben worden ist, so empört war und sogar den Ehrenvorsitz zurückgelegt hat, wo ich mir sogar gedacht habe, okay, es ist ein bisschen übertrieben. Leider muss man sagen, wenn man die Jahre danach in Betracht zieht, war das nicht übertrieben. Ja? Wir als Sozialdemokratie haben unsere Internationalität in jeder Weise aufgegeben. Und ich glaube, das fällt auf eine Sozialdemokratie viel stärker zurück als auf alle anderen. Wir haben keine Alternative entwickelt. Wir haben zum Beispiel auch im Europageschäft, wenn man so will, in der Europäischen Union, haben wir uns verabschiedet. Wir haben keinen einzigen Kommissar zum Beispiel jemals eingefordert. Wir sind in Brüssel, wenn es darum geht, sich dort einmal das Fachpersonal anzuschauen aus Österreich, absolut in der Minderheit. Also in gewisser Weise spiegelt sich in Brüssel das wider, was jetzt in Österreich sozusagen nachvollzogen wird. Ein Rückzug aus der europäischen Verantwortung, ein Rückzug auch auf Positionen, wo man sagen muss, okay, rhetorisch für und in der Sonntagsrede für Europa zu sein ist leicht, aber was tun wir dafür? Und ich glaube, wo der Ansatz drinnen liegt für eine, und das ist die große Herausforderung für die Sozialdemokratie, jede Sozialdemokratie ist eine Ideenpartei, ja, um nicht zu sagen ideologisch ausgerichtet. Heute muss natürlich so eine Ideenausrichtung ganz, ganz anders ausschauen, als sie, und ich denke jetzt oft zurück an 1966, als die Sozialdemokratie in einer ähnlichen Situation sich wiedergefunden hat, dass wir uns hier wirklich sammeln müssen und einmal das sozusagen das 21. Jahrhundert einmal Revue passieren lassen müssen, analysieren, wo stehen wir denn eigentlich? Denn eines ist klar, die soziale Frage, die so sehr das Zentrum ausgemacht hat, der österreichischen Sozialdemokratie, sozusagen insgesamt, stellt sich heute genauso nicht wie damals, aber unter diesen revolutionären Veränderungen stellt sie sich auch. Und die muss identifiziert, die muss angesprochen werden, auf die müssen wir uns ausrichten. Und als letztes Wort noch, wir haben natürlich absolut die Hegemonie verloren bei allen Ideen. Wir stehen hier und haben eigentlich in keiner der zentralen Fragen der Zukunft irgendwo sozusagen die Ideenführerschaft. Und ich fürchte, das muss ins Auge gefasst werden und daran muss gearbeitet werden. Herr Katzmeier, wenn der Befund jetzt, den Herr Petresch aufgestellt hat, richtig ist, dass die SPÖ an gesellschaftlichem Einfluss oder auch an politischer Gestaltungsmöglichkeit in den letzten Jahren verloren hat, dass wir Rückzugsgefechte quasi führen, wie kann die SPÖ wieder Netzwerke aufbauen, wieder diese drei Säulen der Macht, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft offensiv erreichen, begehen? Ja, es beginnt immer, ich sage immer, das schwächste Glied in einem Netzwerk ist nie die Beziehung, die die Menschen nach außen haben, sondern die sie zu sich selbst haben. Das ist quasi die Qualität der Beziehung zur Welt kann nicht besser sein als die Qualität der Beziehung, die innerhalb der Organisation stattfindet. Und die Kultur, so wie sie zurzeit vorherrscht, ist geprägt durch eine Herzlosigkeit, eine Unsolidarität, ein Fehlen von Freundschaft und von Nähe. Ich sage das absichtlich, eine Veränderung benötigt einmal einen Kern von Menschen, die in einer wechselseitigen Verpflichtungsbeziehung, und das bitte nicht mit Seilschaft zu verwechseln, sondern wirklich mit Freundschaft verbunden sind und sagen, es gibt einen Weg, den wir gemeinsam gehen. Und dieses Vertrauen oder diese Wiederherstellung einer Kultur, die
nicht nur durch Instrumentalismus, Karrierismus und kleinkarierte Mikrokämpfe, wo man sich die letzten Territorien, die es noch gibt, absichert, um ja niemanden hineinzulassen. Alles das ist eine Rezeptur dafür, dass die Dinge nicht gelingen werden. Das heißt, es geht einmal darum, was ist unsere Kultur? Wie ist die Wiederherstellung einer vitalen Kultur im Inneren? Und das ist eine Managementaufgabe. Da geht es um Leadership. Das ist nicht etwas, wo man sagt, die böse Welt, sondern dafür kann man sorgen und muss man sorgen. Wenn wir mal miteinander einen Umgang haben, wie wir uns zuhören, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns ernst nehmen, und einmal der Befund da ist, dass quasi es einer Öffnung bedarf, geht es natürlich darum, die Frage zu stellen, wo beginnt man mit so einem Suchprozess? Weil war das ein Suchprozess? Es ist eine Reise, die man antritt gemeinsam als Weggefährten und nicht als Feinde, wo wir uns die blinden Flanken wechselseitig decken müssen. Und wenn etwas zu einem Ende kommt, ist immer, und das alle Menschen, die schon einmal eine Krise durchlaufen haben, kennen das, ist immer die Frage, man muss einmal zurückgehen, sich zurückspüren dorthin, wo ist dieser Faden gerissen? Da war einmal was und irgendwo ist etwas gerissen. Und dort, wo es gerissen ist, muss man die Frage sich stellen, was war überhaupt die ursprüngliche Idee? Warum war ich da dabei? Was war der Schmerz? Was war die Energie, die mich dorthin geführt hat? Woher, was war es? Können wir das wieder freilegen? Diese ganzen Begriffe, Solidarität, Freundschaft, Freiheit, alles leere Begriffe, auch übrigens das Problem da auf der europäischen Ebene. Das heißt, wir müssen die Vitalität dieser Begriffe wieder freilegen und das muss man erspüren. Ich sage nicht, dass diese Begriffe sinnlos sind, aber sie wurden quasi zu leeren Hülsen, die niemanden berühren. Und es gibt dieses alte Gesetz, what comes from the heart enters the heart. Was vom Herz kommt, berührt das Herz der anderen. Das heißt, dieses Herz zu finden und freizulegen, ist eine Arbeit, die benötigt Auszeit, die benötigt Humor, die benötigt quasi einen Umgang, eine Kultur miteinander, dem nachzugehen. Das heißt, für mich ist diese Frage der Erneuerung, es gibt die Techniken, wie man Wahlen gewinnt. Und die sind wichtig und es gibt die einfach bestimmte Machttechnologien. Aber Macht ohne Ideen, die berühren, das endet im Zynismus. Umgekehrt, Ideen ohne Macht ist Ohnmacht. Das erleben wir ja genug zurzeit. Aber noch einmal, es wird dieser Weg quasi in dieses nach innen, ich sage es jetzt absichtlich, nicht umgehbar sein. Die Zeit dafür, jeder, der eine Krise im Leben erlebt hat, weiß das. Und in Wahrheit ist es eine tiefgreifende Identitätskrise, die aber quasi auch erklärbar ist und auch nicht heißt, dass das jetzt alles verloren ist und alles für immer vergebens ist, aber das wieder aufzuspüren, die Quellen, die einmal diese Bewegung genährt hat, diese Quellen wieder freizulegen und zu sagen, Ideen, Werte, welche waren das und welche sind davon noch immer aktiv, welche sprechen noch heute zu uns? Diese Aufgabe wird nicht einfach durch tagespolitische Stellungnahmen und Kommentare beiseite geschoben werden. Und es ist eine verdammte Aufgabe der Parteiführung, diesen Prozess zu beginnen, hier in Österreich, in Europa. Und das passiert nicht durch PR, das passiert nicht durch Marketing, sondern das ist eine wirkliche Arbeit an sich selber, am anderen, an der Beziehungskultur, und diese Arbeit muss angegangen werden. In den Tagen vom 30. Dezember 1888 bis zum 1. Jänner 1889 gelang es Viktor Adler, die damaligen sozialdemokratischen Kräfte zu vereinen. Um das gesamte Volk aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit zu befreien. Es ging also um die Forderung nach der gerechten Verteilung des Wohlstandes, eine Forderung, die ja immer noch im Herzen steht. Und meine Frage an Sie, Herr Latziner, sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, Vermögensteuern,
und andere Maßnahmen, um das gesamte Volk aus den Folgen der ökonomischen Abhängigkeit zu befreien, ist doch vom Thema her genauso aktuell wie vor 130 Jahren. Also ich möchte nur zu dem vorher etwas sagen. Also ich glaube nicht, dass die Aufgabe einer Sozialdemokratie, einer Erneuerung der Sozialdemokratie darin besteht, bessere Wahlkämpfe zu machen. Das auch. Es ist auch notwendig, bei Wahlen gut abzuschneiden. Aber das allein wird nicht genügen. Die Sozialdemokratie ist kein Wahlverein und sollte es auch nicht sein. Und Viktor Adler wäre sicherlich empört gewesen, wenn ihm irgendjemand gesagt hätte, dass er da einen Wahlverein gegründet hat. Er hat eine Bewegung gegründet, die eine Kulturbewegung war, die natürlich ökonomische Zielsetzungen hatte, weil ohne das Erreichen dieser ökonomischen Zielsetzungen, ohne die Emanzipation der Arbeiterklasse, wie man das einmal genannt hat, ist es nicht möglich, auch den Zugang zur Kultur den Menschen zu geben. Natürlich sind wir heute in einer ganz anderen Situation. Wir sind in der Situation, in der wir eines erleben, und zwar massiv jetzt erleben, und da möchte ich bei Wolfgang Petritsch anschließen. Wir erleben eine ganz wesentliche Erneuerung der nationalistischen Ideen. Und zum guten Teil ist natürlich in Europa auch die herrschende Meinung, dass in Wirklichkeit schon viel zu viel in die europäische Hauptstadt, also nach Brüssel, gegangen ist. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war in Wirklichkeit ein Rückzug. Und eines der Probleme, das wir haben, ist, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr uns darauf beschränken können, zu sagen, es geht um eine Reform der Sozialistischen Partei oder der Sozialdemokratischen Partei in Österreich, sondern es ist eine europäische Aufgabe geworden. Wir werden auch nicht allein zu vielen Antworten kommen, ohne dass es eben diesen Blick über die Grenzen hinweg gibt. Und das, was Wolfgang Petritsch gesagt hat, ist, es gibt keinen internationalen Sekretär mehr in der SPÖ. Der ist eingespart worden. Also da hat man zweifellos an der falschen Stelle gespart. Und es geht nicht nur darum, dass es eine Verbesserung der ökonomischen Situation gibt, sondern es geht darum, Solidarität zum Beispiel auch erfahrbar zu machen. Also was ich nie verstanden habe, ist, wieso die europäische Sozialdemokratie die Frage der Solidarität zum Beispiel gegenüber Griechenland nicht wirklich zu einem Thema gemacht hat, zu einem Thema, das ganz anders behandelt wird als etwa von der bürgerlichen Seite. Das scheint mir ein ganz wichtiger Bereich zu sein. Zur Frage der Verteilungspolitik. Meine Erfahrung ist, dass ich immer, wenn die SPÖ über Zinsbesteuerung, über Vermögensbesteuerung, über Erbschaftsbesteuerung spricht, sich die falschen Leute fürchten. Und zwar einfach deshalb, weil sie nicht glauben, selbst wenn man sagt, naja, das sind die Millionäre, meinen wir. Ja, ihr meint die Millionäre und morgen ist auch meine Eigentumswohnung oder ist mein Haus dabei. Und vor allem, was mich stört, und das ist das, was immer wieder zu bemerken ist bei dieser Diskussion, es wird auch nie klar gesagt, was man eigentlich möchte. Was möchte man mit einer Vermögensteuer? Also wir haben derzeit in Österreich eine Situation, wo die Vermögensbesteuerung für die Finanzanlagen inkludiert ist in der KEST, also in der Kapitalertragssteuer. Das ist eine Endbesteuerung. Das heißt, was bleibt über? Es bleibt über jetzt dann zum Beispiel ein großer Bereich der Grundbesteuerung. Ja, ich kann mich erinnern,
Wir haben viele Jahre immer über Reform der Grundbesteuerung gesprochen. Jetzt in Deutschland ist es auch wieder eine aktuelle Frage. Das Problem dabei war, dass das eine Gemeindesteuer ist und es keinen oder sehr wenige Bürgermeister gab, die bereit waren, tatsächlich die politischen Kosten für eine Erhöhung der Grundbesteuerung oder eine Regulierung der Grundbesteuerung tatsächlich einzugehen, obwohl die absolut notwendig wäre. Es ist wirklich nicht logisch und es ist vor allem auch nicht gerecht, dass zum Beispiel ein Grundstück in Salzburg und ein Grundstück in Eisenerz in Wirklichkeit nach demselben Maßstab besteuert wird, weil wir seit vielen Jahren einfach die Werte fortgeschrieben haben und hier überhaupt nicht zu einem zu Rande gekommen sind. Also meines Erachtens nach, worüber wir wirklich reden müssen, ist, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, in der das, was wir immer wieder gesagt haben, nämlich es sollte möglichst Chancengleichheit, wenn wir schon nicht Gleichheit herstellen können und wollen, dann sollte es zumindest eine Chancengleichheit geben. Und die gibt es nicht, weil wir jetzt in einem Zeitalter der Erben leben. Das heißt, für mich steht in Wirklichkeit die Besteuerung der Erbschaft ganz im Vordergrund. Wobei man sich natürlich überlegen muss, wann man mit so etwas auch tatsächlich an die Öffentlichkeit geht. Da bin ich schon wieder dort, wo es um Wahlen geht. Also eine Partei, die mit einer Vielzahl oder mit zwei oder drei großen Steuererhöhungen in Wahlen geht, wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig populär werden, weil ich vorhin gesagt habe, und dabei bleibe ich, es fürchten sich immer die falschen Leute. Das heißt aber nicht, dass man nicht wirklich eines versuchen muss, und das ist auch versucht worden und letzten Endes auch gelungen. Also ich kann mich erinnern, die Besteuerung von Zinsen, die ist in Österreich als Sparbuchsteuer einmal verteufelt worden. Sogar ein Bundesgeschäftsführer der SPÖ hat gesagt, das ist keine sehr gute Idee. Also er hat damals meine Verhandlungsbasis gegenüber der ÖVP nicht besonders gestärkt dadurch. Es ist dann letzten Endes dazu gekommen, dass die Menschen eingesehen haben, dass auch Zinsen Einkommen sind und dass das nicht schon einmal versteuert worden ist. Das wird ja immer wieder gesagt. Also das geht aber nur, wenn man wirklich bereit ist, eine ganz große Reform der Besteuerung durchzuführen. Also zum Beispiel sich einmal zu überlegen, was ja gar nicht so unvernünftig wäre, in einem Steuerkonzept die Abgaben für die Sozialversicherung und die Einkommensteuer zusammenzufassen. Damit hätte man schon eines erreicht, nämlich, dass ein guter Teil der falschen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, also dass zum Beispiel Leute, die über der Höchstbeitragsgrundlage verdienen, dass die in Euro weniger zahlen für ihre Sozialversicherung, für die Krankenversicherung, für die Pensionsversicherung, als Leute, die an der Höhe der Beitragsgrundlage, der Höchstbeitragsgrundlage liegen. Da gibt es einen schönen Wanneneffekt, ich will jetzt nicht in die Details eingehen, aber ich halte wenig von einer Diskussion, die in Wirklichkeit nur aus Schlagworten besteht und die dann eines vor allem erreichen kann, nämlich, dass sich die falschen Leute fürchten. Herr Heinisch, Frau Linsinger hat das Thema Migration, Zuwanderung schon angesprochen. Warum wird diese Spaltung der SPÖ in der Frage der Zuwanderung und Integration besonders augenscheinlich? Ist die SPÖ da bei diesem Thema immer ausgewichen? Um Konflikte zu vermeiden, fehlt es hier an klaren Antworten? Gibt es hier, kann es hier klare Antworten aus Sicht einer Sozialdemokratie geben?
versucht das jetzt zu beantworten und auch zwei Sachen zu replizieren, die gesagt wurden. Also man soll vielleicht Politologen nie zu solchen Diskussionen einladen. Also der eine Punkt ist, es geht mir überhaupt nicht um die Technik der Macht, ganz im Gegenteil. Es geht mir darum, dass die Sozialdemokratie wissen muss, wer ihre Wähler sind. Ich muss ja wissen, wen ich vertrete, wessen Leben möchte ich versuchen anzusprechen. Und ich muss ich schon sagen, mir ist das schon klar, Aktivisten treffen sich und leben nach innen. Aber dann sage ich, macht's einen Pfadfinderverein, macht's euch einen. Aber Parteien werden von der Verfassung geschützt, nicht damit sich die Aktivisten wohlfühlen, sondern weil sie gewählt werden. Die gibt's nur, weil es Wähler gibt. Wir definieren eine Partei als eine Interessensgemeinschaft, die sich zur Wahl stellt. Wenn sie sich nicht zur Wahl stellt, ist sie eine Lobby, eine Interessensgruppe. Dann kann sie was anderes machen, aber sie wird gewählt. Das heißt, die Verbindung zu den Wählern und Wählerinnen garantiert eine privilegierte Stelle den Parteien in der Verfassung. Das heißt, und eine Partei, die gewählt werden möchte, muss wissen, wer sie wählt und die Wählerinnen. Wie erreiche ich diesem? Welche Nöte und Anliegen haben die? Ich brauche eine Vision. Und das ist wichtig. Und das heißt nicht, dass ich die technisch erreichen muss, sondern ich muss ja ein Programm entwickeln und wissen, wer ist das eben. Und dann ist die Frage, und jetzt haben wir eben die zwei Ursachen. Wir haben einerseits eine, wurde ja richtig gesagt, eine europäische Ursache, dass die quasi die klassische materielle Achse, wo es um die Verteilungsgerechtigkeit geht, wird zunehmend ersetzt durch eine zweite, normal daraufstehende Achse, wo es um Fragen der Identität, Fragen der Selbstverwirklichung, auf der einen Seite geht es um Community, auf der anderen Seite geht es um kosmopolitische Themen und da gibt es auch neue Parteien und die Rechte ist besser in der Lage, diese Themen zu bedienen. Da tut sich auch die ÖVP etwas leichter, weil die ÖVP viel weniger mit diesen klassischen Verteilungsdiskussionen assoziiert war wie die Sozialdemokratie, weil die ÖVP noch stärker auch milieuverhaftet ist. Sie ist ein bürgerliches Milieu, sie hat ein ländliches Milieu. Da ist sie viel breiter. Das ist einerseits auch immer ihre Schwäche gewesen, dass sie nie wusste, wofür sie steht. Sie war immer ein etwas schwammiges Profil, aber sie hat jetzt den Vorteil, dass sie leichter die Sachen etwas verschieben kann. Die Sozialdemokratie ist da viel stärker in dieser Verteilungsdiskussion verhaftet. Und immer wenn sie die sehr gut betont, Wahlkampf Wranitzky 1995 oder immer wenn das geschickt thematisiert wurde, die soziale Kälte der ÖVP, aber die soziale Stärke der SPÖ, war sie erfolgreich. Immer wenn die Diskussion dann über diese anderen Themen ist, war sie nicht erfolgreich. Das heißt, die Sozialdemokratie muss sich natürlich dieser Verteilungsfrage stellen und muss sie auf eine Weise diskutieren, dass sie in eine moderne Zeit übersetzbar ist, dass sich viele Leute von dem angesprochen fühlen. Dass natürlich die Sozialdemokratie von dieser Diskussion der Immigration von beiden Seiten zerrieben wird, dass da auf beiden Seiten gezogen wird, das ist ja das Kernproblem. Das hat die Sozialdemokratie auch etwas stärker und das war vor allem bei der letzten Wahl ein Thema, dass die Grünwähler wechselten zur SPÖ, wechselten zu Kern, weil Kern die viel glaubhafter Schwarz-Blau verhindern hätte können, als die Grünen das waren. Die ÖVP hat das Problem ein bisschen weniger, die ging einfach nach rechts und nach ins liberale Eck, da sind ohnehin die Nähe schon abgespalten. Und die Sozialdemokratie hat diese Spannung noch in sich. Dennoch muss die Sozialdemokratie in der Lage sein, die ökonomischen Themen anzusprechen, die bestimmten Zielgruppen anzusprechen und gleichzeitig jedoch auf der Ebene der Migration keine Angriffsfläche zu bieten. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt mitdiskutiere oder zwischen, wie es vorher erwähnt wurde, zwischen Stammtisch und moralischem Hochhalten hin und her wechsle oder ich versuche, die Diskussion immer wieder umzuwechseln auf eine Diskussion der sozialen Dimension. Also da hat ja die Sozialdemokratie auch einen Spielraum. Und wenn ich mal ansehe, der Wahlkampf Van der Bellen zum Beispiel, man hätte ja heute den Eindruck, dass die Flüchtlingskrise nach der Bundespräsidentenwahl, die war vorher. Und dennoch hat ein grüner Kandidat durch ein geschicktes Reframing, hat er das abgelenkt. Wenn die ÖVP von den Leistungsträgern spricht und in Wien die klassische weiße Mittelschichtfamilie plakatiert, wieso plakatiert die SPÖ nicht die Frau an der Kasse und sagt auch,
auch Leistungsträger. Ich meine, ich muss halt den Begriff des Leistungsträgers für mich neu inszenieren und für mich neu verwenden. Ich darf diese Begriffe nicht einfach den anderen überlassen. Ich muss nicht den Immigranten jetzt verteidigen. Ich kann aber in einer Plakatserie auch einen Flüchtling präsentieren, der hart arbeitet. Ich meine, das ist ja möglich. Das ist nicht nur einfach eine leere Technik, sondern da kann man auch inhaltlich dazu stehen. Das ist ja nicht etwas, wo die Partei nicht dazu stehen würde. Also es braucht sowohl eine Übersetzung, es braucht aber eine Vorstellung, wer das ist, und ich muss das in eine neue Zeit, in eine neue Sprache übersetzen können. Eine Spitze muss ich danach schicken, dann müsste die SPÖ auch den Migrationsanteil ihrer Vertreterinnen stark erhöhen. Aber eines haben wir geschafft, wir haben zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der SPÖ. Eine Trümmerfrau. Immer wenn es einer Partei besonders dreckig geht, kommen gerne die Frauen zum Zug. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement angesprochen auch das Thema Bildung. In manchen Kreisen in der SPÖ ist es manchmal so, nicht hier, aber das Thema Bildung fast als Schimpfwort gehandelt wird, wenn wir über Kultur oder Nähe reden. Ja, Bildung ist extrem wichtig, um eben den sozialen Aufstieg zu schaffen. Trotzdem haben wir jetzt eben eine Frau, eine gebildete Frau an der Spitze der SPÖ. Wie kann Pamela Rendi-Wagner die SPÖ ihrer Meinung nach führen oder wohin sollte sie die SPÖ führen? Wenn das so leicht von Journalistinnen oder sonstigen Besserwissern zu beantworten wäre, hätte es die SPÖ wohl schon gemacht. Ehrlicherweise kann ich bisher noch nicht in Konturen erkennen, wohin die neue Vorsitzende die SPÖ zu führen gedenkt. Sie ist auch noch nicht sehr lange im Amt. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, oder vielleicht weiß sie es, mir ist es bisher nicht ganz klar. Was ich gesagt habe, mir ist bisher nicht ganz klar und ich kann bisher nicht einmal in Konturen erkennen, wohin die neue SPÖ-Vorsitzende die SPÖ zu führen gedenkt. Vielleicht weiß sie es, mir ist es bisher weder durch Aussagen noch durch sonst irgendwas deutlich geworden. Insofern tut mir leid, ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Ich sehe aber aufgreifend, was der Herr Katzmeier und was der Herr Latziner gesagt haben, wo der Faden gerissen ist. Und Sie, Herr Latziner, haben Griechenland angesprochen, die Solidarität. Ich glaube, dass der Faden der Sozialdemokratie nicht erst während der Migrationskrise gerissen ist, sondern schon während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Exemplarisch an einem Wort, damals war auch von vielen Sozialdemokraten zu hören, Sparprogramme sind alternativlos. Alternativlos halte ich für eines der größten Unwörter in der Politik, weil wenn etwas alternativlos ist, dann brauchen wir auch nicht mehr zu diskutieren, dann machen wir eine Einheitspartei und die soll dann die alternativlose Politik machen. In dieser Finanz- und Wirtschaftskrise ist, und das ist ein Muster, das sich in Wahlen jetzt von Donald Trump über Europa etc. zu beobachten ist, es ist so etwas wie ein Ohnmachtsgefühl entstanden. Sie erinnern sich alle, Banken krachen zusammen, dann gab es das Gefühl, es wird nur den Banken geholfen, aber bei mir gibt es Sparprogramme etc. etc. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das Gefühl, auch Politik hat das Heft aus der Hand gegeben, wurde durch die Migrationskrise verschärft. Da gab es diese ikonografischen Bilder von der Grenze. Es gibt Flüchtlinge, die ziehen, Polizisten stellen sich entgegen und viele Leute bekamen seither das Gefühl, Politik kann ohnehin nichts bewegen. Das führt, wenn man jetzt alle Wahlen analysiert, zu, finde ich, sehr schwierigen Dingen. Erstens, Demokratie wird immer unbeliebter. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass so etwas wie Demokratie wieder zur Diskussion steht und Dinge, die man für gewiss gehalten hat. Natürlich liegt mir besonders die Pressefreiheit, nachdem ich Journalistin bin, am Herzen. In Ungarn ist sie letztlich abgeschafft. In Österreich haben wir derzeit eine Situation, dass die Pressesprecher, Social Media, Facebook-Teams der Regierung viel größer sind als jede einzelne Redaktion.
dadurch entsteht auch ein Meinungsklima, gegen das schwer anzukämpfen ist. Alle Medien stehen unter finanziellem Druck. Die Parteiförderung in Österreich ist sehr großzügig. Es wird da sehr wahllos Propaganda betrieben. Und jetzt komme ich zurück zu Ihrer eigentlichen Frage, Bildung. Die SPÖ hat schon lange die Zukunft, glaube ich, die Bildungsdiskussionswerkstatt gibt schon lange nicht mehr. Die SPÖ hat sich darauf beschränkt, zu inserieren in Boulevardmedien um viele Millionen. Ich glaube, all diese Gelder wären anderswo besser investiert gewesen. Und man sieht jetzt ein wenig, welcher Preis dafür zu bezahlen ist. Letzter Gedanke, es gibt auch innerhalb der SPÖ, man war mal stolz darauf, eine Bildungsbewegung zu sein. Wenn man jetzt sich umhört, welche Vorwürfe gegen manche Politiker kommen, dass zum Beispiel jemand mehrere Sprachen spricht oder gerne ins Theater geht, dann finde ich das für eine Bewegung, die einmal stolz für eine Bildungsbewegung sein, schon befremdlich, um es einmal gelinde auszudrücken. Wir haben Arbeiter gerufen und Menschen sind gekommen. Das hat die SPÖ bereits vor Jahren erkannt. Und trotzdem sind wir jetzt in Europa in einer Situation, wo wir uns davor fürchten, wenn Menschen kommen, weil uns Identität, Heimat plötzlich wichtiger ist, weil wir quasi auch nicht fähig sind, als Sozialdemokratie diese nationalistischen Scheuklappen den Menschen auch tatsächlich zu entfernen und den Blick quasi wieder zu erweitern. Gibt es hier, Sie haben vorher schon die Globalisierung angesprochen, Herr Petritsch, gibt es hier Möglichkeiten, eben diesen Druck der Globalisierung nicht den Rechten zu überlassen, sondern eben auch mit sozialen Inhalten zu befüllen? Ja, die Globalisierung, glaube ich, wurde in der Vergangenheit insofern unterschätzt oder zu sehr nur als eindimensional gesehen, nämlich als sozusagen wirtschaftliche Globalisierung. Das ist sie natürlich in erster Linie und wir wissen, dass Globalisierung also wirklich viele Millionen aus der absoluten Armut herausgeholt hat, aber für hochentwickelte Industriestaaten wie eben Europa, in Europa, hat das ganz große Nachteile gehabt und das wäre damals klarerweise auch schon abzusehen gewesen. Ja. Natürlich hat sich dort auch so etwas, dieses Gefühl eingestellt von Alternativlosigkeit und natürlich ist Globalisierung etwas, das sozusagen jetzt nicht rückgängig zu machen ist. Aber ich glaube, zwei Dinge sind dabei wichtig. Zum ersten Mal hat man nicht wirklich versucht, als Sozialdemokratie zu einem Zeitpunkt, als die meisten Regierungen noch in Europa sozialdemokratisch waren, hier in sozusagen Alternativen zu entwickeln, wie man hier eine europäische Globalisierung macht und was die Grundlagen zu einer europäischen Globalisierung eigentlich hätten sein können. Da ist man eher, und das war natürlich auch der dritte Weg der Sozialdemokratie, die Anpassung an das affirmative Annehmen von dem Globalisierungsdiskurs einerseits und andererseits im Nationalstaat, im jeweiligen Staat, die Reduktion der sozialen Sicherheit. Hartz IV zum Beispiel ist ja nicht von irgendwelchen bösen Konservativen gemacht worden, sondern ist von der Sozialdemokratie gekommen. In Großbritannien ist der Thatcherismus sozusagen dann übergegangen in die Labour-Partei. Also das sind Entwicklungen, die man irgendwo sehen muss, die längerfristig gewirkt haben und die Resultate davon sehen wir eben heute. Wenn wir, vorhin von mir erwähnt, eben dieses doch ziemliche Desinteresse an der Europäischen Union, an der Kommission. Wir müssen schon denken, da gibt es eine Tradition in der SPÖ, die also sozusagen Anti-Integration gewesen ist. Warum? Weil man das für ein rechtes Projekt gehalten hat. Ja, und das war es in vieler Hinsicht natürlich auch. Aber indem man sich nicht engagiert hat oder zu wenig engagiert hat, ist jetzt die Kommission immer noch eigentlich so etwas wie ein neoliberales Überbleibsel. Ja? Und die Entsolidarisierung, die eben stattfindet, die Renationalisierung, die wir jetzt erleben, ist sozusagen eine Folgeerscheinung dessen.
Und dagegen jetzt etwas zu machen, dagegen was zu unternehmen, ist natürlich ziemlich schwierig. Was dagegen gemacht werden kann. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit eben Begriffe, die traditionell, und du hast es ja erwähnt, eben sozusagen links angesiedelt waren, denunziatorisch verwendet werden, so oft wie möglich. Ja. Was wir hier jetzt sehen, diese sogenannte herbe Bourgeoisie, die sich da jetzt dann breit macht in der Politik, wenn man dann die Langschläfer angreift und die ganzen Sachen. Als Regierungspartei. Ja. Das hat ja, das kommt ja nicht aus dem, aus dem Nichts heraus, sondern das hat eine lange, lange Vorgeschichte. Diese Differenzierung zwischen den Leistungsträgern und den Minderleistern. Ja. Und natürlich durch die emotionale Überhöhung mit der Migration, die ja tatsächlich damals ein Staatsversagen dargestellt hat, das muss man ja auch sehen, und wenn damals nicht die jetzt so, die kommen als nächste dran jetzt, die Zivilgesellschaft, die wird jetzt demnächst abserviert hier bei uns auch, wenn die damals nicht eingegriffen hätte, ja, dann, was wäre dann gewesen? Und ein letzter Punkt, einen letzten Punkt möchte ich dazu noch machen. Ich glaube, die SPÖ, die sich jetzt irgendwo natürlich neu inhaltlich orientieren muss, die sich organisatorisch neu aufstellen muss, muss einfach auch versuchen zu überlegen, welche anderen Organisationen, was die Zivilgesellschaft eigentlich macht. Hören Sie sich ja mal an, was jetzt an Kritik an der Regierung kommt, woher die kommt. Die kommt aus katholischen Kreisen, die kommt aus bürgerlichen Kreisen, von der SPÖ selber hört man dazu wenig, sagen wir, irgendwo Anregendes, möchte ich mal so formulieren. Ja? Wenn man jetzt also, um da ein bisschen mit Namen herumzuwerfen, wenn man an den Sozialstadtrat Hacker denkt, dann ist das der Mann, der eigentlich die Sozialdemokratie in ihrer besten Ausformung repräsentiert. Der Mann ist kompetent, er weiß, worüber er spricht und er traut sich auch was. Das ist ja auch eine Frage, dass man, ich glaube, wenn es jetzt, man muss zum ersten einmal realisieren, die SPÖ ist jetzt eine Oppositionspartei. Sie kann sich nicht in der progressiven Mitte, dort sollte man sich treffen bei irgendeiner Regierungsbildung. Sie muss sich eindeutig links, nennen wir es mal so, positionieren. Sie muss eindeutige Positionen haben, die eben der Regierung absolut inhaltlich auch widersprechen. Und sie muss schauen, wie sie eben mit den anderen sozusagen ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, mit den Zivilorganisationen, mit kirchlichen Organisationen etc. etc. Ein breites Feld, wie man sich hier jetzt die nicht sozusagen hereinzieht und sagt, jetzt kassieren wir die und dann wählt schon SPÖ und dann sind wir gut. Sondern wie man sich hier in einer inhaltlichen, zukunftsorientierten Koalition informeller Natur, die weit über das rein Politische hinausgeht, trifft. Die fundamentale Kraft, die die Politik antreibt, ist ja auch in gewisser Weise die Überwindung der Kluft zwischen der Welt, wie sie jetzt gerade ist, und der Welt, wie sie sein sollte. Und das dazwischen ist das Handeln der Politik quasi, das das Ganze aufspannt. Wie sieht vielleicht eine Analyse der Gegenwart der SPÖ aus? Wie könnte eine Vision für die SPÖ aussehen? Trauen Sie sich über eine Analyse bzw. Zukunftsvision? Also mit dieser Spannung zwischen dem, wie der Welt, wie sie ist und wie sie sein soll, ist das Wesentlichste einer politischen Bewegung ausgesagt, nämlich eine politische Bewegung kann nur eine Bewegung sein, wenn es eine Horizontlinie gibt, eine Zukunftshorizontlinie. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, uns als Weggefährten zu erfahren, auf einem Weg dieser Horizontlinie entgegen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist deshalb so wichtig, weil
die Zwietracht, das Hin und Her und das Ping-Pong, die Abgrenzung voneinander, die Demarkationslinie, das sind immer dort, wo uns die Horizontlinie abhanden kommt. Da beginnt dann quasi der Infight. Und das Besondere ist, und das ist das Wichtigste an einer Horizontlinie, ist, dass wir das Gefühl haben, dass ein Weg vor uns liegt, dass etwas vor uns liegt. Wir uns in dieser Zukunft auch wieder begegnen werden. Das ist übrigens die Voraussetzung dafür, dass wir auch vernünftig miteinander umgehen und nicht nur kurze, kleine Deals miteinander abmachen und nicht nur transaktional umgehen, dieses Gefühl, wir werden uns wieder sehen. Wir sind aufeinander angewiesen, gewissermaßen. Und das ist auch das Geheimnis dieser ganzen Ausländerdebatte. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich Weggefährte bin, ist mir deine Identität weniger wichtig. Im Gegenteil, der Unterschied wird in Wahrheit zu einer Quelle von Stärke. Weil wir etwas Unterschiedliches können, kannst du eine andere blinde Flanke abdecken als ich. Wir schauen aufeinander, wir passen aufeinander auf. Also übrigens, dieses Aufeinander schauen, aufeinander aufpassen. Das ist das, was eine Bewegung verbindet. Die Rechte hat eine ganz einfache Prämisse. Und in dem Moment, wo die akzeptiert wird, ist man quasi schon quasi im Pfad quasi in die Sackgasse hinein. Und diese Prämisse ist, es ist nicht genug für alle da. Wenn wir das einmal akzeptieren und sagen, die Welt ist nicht groß genug für uns, es ist nicht für alle hier in Wien genug da. Wenn wir mal diese Prämisse akzeptieren, dass es ein Wien für alle, ein Österreich für alle, ein Europa für alle nicht gibt, passiert Folgendes. Willst du auf der Seite jener sein, die gewinnen, oder willst du auf der Seite jener sein, irgendwie die verlieren, weil nicht genug für alle da ist? Und jetzt kommt das große Angebot der Rechten und sagen, hör mal, verbünde du dich mit mir, gemeinsam mit den Starken, ja, und sei nicht so naiv und so dumm und glaube, dass ein Platz für alle da ist. Ja, das ist genau dieses Narrativ, das genau in das Herz dieser Diskussion hineinschlägt. So, und in dem Moment, wo wir das akzeptieren, und sagen, naja, eigentlich ist nicht genug alles da, Klimawandel nicht genug für alle da, ja, Globalisierung nicht genug für alle da, wird es immer jemanden geben, der sagt, ich werde dafür sorgen, dass es jemanden unter dir gibt. Oder wie Leo Löwenthal sagt, irgendwie, ich werde dafür sorgen, dass du Gefängniswärter bist und nicht Insasse. Verbünde dich mit mir und du wirst quasi, ich verspreche dir nicht viel, Gefängniswärter und nicht Insasse. Du wirst nicht der Gejagte, sondern der Jäger jener sein, für die nicht genug da ist. Und ob das jetzt die Ausländer sind oder wer auch immer da unten dann quasi überbleibt, aber du bist safe, wenn du dich mit uns verbündest. So, das ist das Angebot, das ist das, was die Rechten machen. Und da ist die Frage, ob es ein Österreich, ein Wien für alle gibt oder nicht, ob die Stadt quasi ein Ort ist, wo für jeden, der hier ist, es Sicherheit gibt, es Nahrung gibt, es Freundschaft gibt, es Möglichkeiten gibt, über sich hinauszuwachsen, Bildungsmöglichkeiten gibt. Diese Frage ist keine, und wenn man dann anfängt, so quasi in Wien so einen Inländerbonus einzuführen und zu sagen, die länger da sind, so beginnt man in Wahrheit schon genau damit, zu sagen, es ist nicht genug für alle da. Und wenn man sich dem nicht bewusst ist, woher kommt die Angst? Schaut, eine Bewegung lebt davon, dass die Neugierde an dem, was vor uns liegt und unser Mut immer größer ist als unsere Angst vor der Zukunft. Sie muss größer sein. Wir alle haben Angst, aber unsere Neugierde und unser Mut muss größer sein als die Angst. So, die Rechte hat nur ein Interesse an der Angst, weil es die Quelle der Macht ist. Weil die gespaltene Gesellschaft, die Gesellschaft, die sagt, es ist nicht genug für alle da, der Machtpol ist. So, und wenn diese Grundsätze, jetzt bin ich wieder, nicht freigelegt werden, das hat man ja alle schon einmal gewusst, dass was ich sage, ist nichts Neues. Sondern ist alles ja bei Leo Löwenthal und Konsorten, alles nachlesbar, alles analysiert, in den 40er, 50er Jahren, alles gesagt worden. Und diese, das habe ich ja vorhin mit Quellen gemeint, ne? Es gibt einfach auch Autoren und Texte, deren Aktualität und Vitalität auch wieder zu begreifen ist. Und das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe, das muss erarbeitet werden.
Und dann wird nämlich plötzlich die Frage, was man tut und was man nicht tun soll. Und diese tagespolitischen Entscheidungen bekommen auf einmal eine Richtschnur, bekommen auf einmal eine Skala, an deren wir wissen, ob wir im Einklang mit unseren Werten handeln oder nicht. Und daher wissen, ob wir richtig liegen oder nicht. Aber für mich der entscheidende und der gefährlichste Punkt, und das hat viel mehr übrigens mit dem zu tun, was auf uns zukommt, was den Klimawandel anbelangt. Wenn die Klimawandeldebatte dazu führt, die Erderhitzungsdebatte den Eindruck verstärkt, dass nicht genug für alle da ist, werden wir 100 Jahre rechte Politik vor uns haben. Weil das ist genau der Unterschied. Das muss der Unterschied sein. Sind es nur ein paar Spitzensportler, die es über die Alpen schaffen, oder schafft es die gesamte Bevölkerung über die Alpen? Und das ist der Unterschied zwischen der Rechten und der Linken. Die Rechten sagen, ein paar wenige schaffen es über die Alpen, der Rest forget it. Und unser Anspruch muss es sein, alle schaffen es über die Alpen. Danke. An dieser Stelle möchte ich die Frage, das Podium, die Diskussion öffnen ins Publikum. Das ist eine Frage, und zwar, wir brauchen ja nicht lange warten. Wir haben das jetzt direkt vor uns, und die EU-Wahlen sind ja als solche eigentlich sehr gut geeignet, Diskurshoheit wieder zu gewinnen. Und da möchte ich in Ferdinand Latziner, Herr Doktor, Sie fragen, wäre es nicht wirklich sinnvoll, wenn der mehr oder weniger der Spitzenkandidat jetzt sagen würde, ja, ich bin voll dafür, in Europa eine Transaktionssteuer einzuführen und das wirklich auch durchzuziehen. Ein Agenda-Bereich, der in Wirklichkeit immer dominanter wird im 21. Jahrhundert, ist die sozietale Dimension. Frage: Warum hat die Sozialdemokratie nicht an die Sozialdemokratie eine Sozietaldemokratie angehängt, die bejaht die Identitätsvielfalt, bejaht das Anstreben des Gemeinwohls, die bejaht und fördert die Fähigkeit für Anderheit? Witzigerweise haben die politischen Parteien grosso modo diese Agenda entweder eingeklammert oder überhaupt gelöscht. Rosa Luxemburg hat einen sehr guten Satz geprägt, der meines Erachtens in unsere Diskussion hervorragend passt. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Und unsere Partei ist in dieser Situation, dass sie sich sowohl geistig als auch politisch so viele Jahre nicht bewegt hat und das Feld den anderen überlassen hat. Es ist wirklich so, das Ende der Kreisky-Zeit war in etwa der Höhepunkt des Sozialstaats. Da haben sich dann alle gesagt, die Basis, aber auch die Oberen, wir haben eigentlich alles erreicht. Jetzt können wir mal genießen. Zur selben Zeit ist die neoliberale Offensive durch die Thatcher gestartet worden. Wir haben das nicht realisiert. Warum? Weil wir unsere Theorien entsorgt haben. Wir haben den Marxismus entsorgt. Wie bringen wir, das ist also wirklich meine Frage, wir brauchen wieder eine Bildungsoffensive hinunter zu jedem Mitglied. Zu jedem Mitglied, zu jedem, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Das dauert Zeit, und zu glauben, dass wir schnell wieder an der Macht sind, ist eine
Illusion. Da ist viel, viel Arbeit vorher zu leisten. Danke. Ja, ich habe eine Frage und möchte aber dazu einleitend sagen, ich bin in den Jahren, also in den 60er Jahren nach Wien gekommen mit meinem Mann. Der hat als Jazzmusiker in Wien gespielt, in den Häusern der Begegnung, worauf der Kulturreferent der Stadt Wien ihn gefragt hat, hörst, der Kreisky hat doch jetzt, das war 72, die Internationale hier in der Hofburg eingeladen zu einer großen Festivität. Möchtest nicht mit deinem Sextett spielen und die Lieder verjessen? Das wäre doch was. Nicht? Und das fällt mir jetzt immer wieder ein und mir ist das eigentlich fast entschwunden. Aber jetzt, wo man so viel spricht darüber, was damals die Künstler an Möglichkeiten gehabt haben. Er hat dann sogar eine Wohnung von der Gemeinde Wien angeboten gekriegt, eine große. Und es war ja wie für Künstler eine tolle Zeit. Der Kreisky hat ihm dann in der Hofburg auf die Schulter geklopft und gesagt, das ist meine Musik. Und ich wollte nur fragen, gibt es diese Internationale überhaupt noch? Von der hört man eigentlich sehr wenig. Mir ist das jetzt einmal, ich habe direkt nachgeschaut und ja, es war 72, weil ich wissen wollte, was tut sich eigentlich da? Bei der Eva Liesinger war dieser Begriff der Trümmerfrau, die dann einspringen muss, wenn es Probleme gibt. Und ich denke mir, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass innerhalb der Partei dieses Hick-Hack geht. Diese Streitigkeiten, die letzten Endes darin wurzeln, dass man fähige Leute in unserer Sozialdemokratie haben. Und die fähigen Leute werden aber nicht wertgeschätzt. Da wird einfach öffentlich jemand abgesetzt. Es wird vergessen, was die Verdienste dieser politischen Persönlichkeit sind. Und das darf einfach nicht sein. Diese fehlende Wertschätzung kommt, glaube ich, auch dadurch zustande, dass zum Beispiel beim Fall Kern, weil er nicht die meiste Stimmenanzahl bekommen hat, gab es tatsächlich, und ich habe meinen Ohren nicht getraut, Sitzungen, wo beratschlagt wurde, welche Fehler hat er gemacht. Und wenn das schon so anfängt, dann ist das eigentlich genährt von der Angst, wir haben was falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Das sind ganz andere Faktoren gewesen, warum nicht die Stimmenmehrheit zusammenkam. Ein altes Ehepaar war bei dieser Runde dabei, aus Deutschland kamen die. Und da ist dann der alte Mann aufgestanden und hat gesagt, ich komme aus Deutschland, ich sehe das ein bisschen anders. Wenn der Herr Silberstein Hinz und Kunz geheißen hätte, wäre die ganze Sache überhaupt ganz anders gelaufen. Nur ein Beispiel, dass wir viel zu sehr intern die Dinge sehen. Und diese Angst, die dann auch diese Kälte, die durch diese Kälte entsteht, die da angesprochen wurde vom Harald Katzmeier und vom Reinhard Heinisch, dass man den Kontakt zu den Wählern verloren hat, weil man selber Angst hat. Und die Angst kann man überwinden, indem man sich bewusst ist, was diese Bewegung, die sozialdemokratische Bewegung geleistet hat, was sie noch immer an Ideenkapital und auch Visionen hat. Sie muss nur den Mut haben, sich zu diesen Visionen zu bekennen. Wenn jetzt Flüchtlingsdebatte in den Vordergrund geschoben wird und die Sozialdemokraten unbedingt dazu sprechen sollen müssen, dann lässt man sich nicht zwingen zu dem Thema, sondern man nimmt das andere Thema, zum Beispiel die Steuerzahler auch in den obersten Verdienstklassen. Da braucht man gar keine Erbschaftssteuer, sondern es genügt, wenn die riesigen Konzerne ihre Steuern zahlen, dann braucht man nicht abzwacken bei den Pensionisten, bei der Bildung, da werden Millionen eingespart und dann wird in den Medien nur vergessen, dass das Militär nicht Millionen, sondern 3 Milliarden verlangt und die kriegen sie auch. Und das, finde ich, wäre das Entscheidende und warum gibt es da nicht eine Möglichkeit, dem nachzugehen? Danke. Wer möchte als erstes antworten? Ja, vielleicht zu dieser Frage Transaktionssteuer. Also ich glaube, dass das ein wichtiges und gutes Instrument ist. Ich glaube nur,
dass allein mit der Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer noch keine Wahlen gewonnen werden können, weil es einfach für viele Menschen eine zu technische Sache ist. Ich halte es für außerordentlich wichtig, was hier gesagt worden ist. Die Sozialdemokratie oder sagen wir so, die Politik insgesamt hat eigentlich eine Aufgabe, nämlich den Menschen Angst zu nehmen. Das ist in Wirklichkeit die Aufgabe einer politischen Bewegung und da darf sie nicht selbst Angst haben, auch nicht Angst haben vor einer Öffentlichkeit, sondern sie muss versuchen, das, was die Menschen bewegt, und ich habe das heute gelesen, also was wir schon lange wissen, ist, dass die jungen Menschen, aber auch mittleren Alters schon sagen, naja, also ob ich einmal eine Pension bekomme, ich sicher nicht. Oder eine sehr geringe. Und dann wird ihnen eingeredet, dass sie sich eine Privatpension durch Aktien oder durch Fonds oder was immer gestützt einreden lassen. Das soll dann auch noch vom Staat gefördert werden. Und das stimmt schon, was der Wolfgang Petritsch gesagt hat. Da haben viele, die auch in der Sozialdemokratie sind, ja, da auch mitgemacht. In Österreich ohnehin weniger. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, die Dinge zu verteidigen und zu argumentieren, was das bedeutet eigentlich, was wir für ein hervorragendes Sozialversicherungssystem haben. Jetzt haben die Leute schon Angst, wegen der, dass die Krankenkassen nicht mehr funktionieren werden. Das geht immer weiter, immer weiter. Und es ist schon richtig. Das ist in Wirklichkeit der Kern der Diskussion um Migranten, um Ausländer und um alles das. Früher hat es geheißen, es ist ja nicht so besonders neu, die Sozialschmarotzer, diese Debatte haben wir dauernd gehabt. Und da den Menschen Sicherheit zu geben, ich glaube, das ist eine außerordentlich wichtige Sache. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man wirklich bereit ist, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und da stimmt schon das, was vorhin gesagt wurde. Also, wie kommen wir überhaupt an die Menschen heran? Und was man schon sehen muss, ist, dass Leute, die 25 Jahre sind oder darunter, dass die weder über ZIP 1 noch über ZIP 2 noch über ein Printmedium überhaupt noch erreicht werden können. Und da müssen wir leider sagen, dass da die Rechten einen ungeheuren Vorsprung haben. Und wir, das ist jetzt nicht nur, es ist dieses Beispiel genannt worden, aber in Wirklichkeit geht das ja schon seit Jahren so. Also ich verstehe überhaupt nichts von den sozialen Netzen, aber was ich sehe ist, dass die, die heute 15, 20 Jahre alt sind, von einer Sozialdemokratie und von den Argumenten und von den Fakten nicht angesprochen werden können, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht imstande sind, auch tatsächlich da zu einem Konzept zu kommen, das ja meiner Ansicht nach nicht so schwer sein kann. Aber es ist das genau notwendig, insbesondere jetzt in Richtung Europawahlen. Also da wird jetzt eines sehr klar werden. Wir haben das gestern gehört, 3 oder 4 Mandatare der UKIP sind zu der Fraktion gegangen, in der die FPÖ sitzt. Ja, das ist ja etwas, worauf man reagieren muss, wo wirklich auch sofort einer dieser UKIP-Leute gefragt werden muss, ja, was stellen Sie sich eigentlich vor und wie gut geht es Ihnen mit der FPÖ dort? Hier, glaube ich, muss man klar sagen, was da in der Regierung passiert und was dauernd in Österreich passiert, ist ja wirklich absurd. Wenn gestern der Innenminister sagt, ja, es ist eigentlich egal, ob das verfassungskonform ist oder ob das dem
Menschenrechten entspricht, solange wir da solange irgendwelche Österreicher da gefährdet sind, können wir uns darum nicht kümmern. Und da werde ich also kreativ sein. Wie diese Kreativität aussieht, können wir uns wirklich vorstellen. Nur direkt daran anschließend, die SPÖ hat den Einstieg in das neue Medienzeitalter völlig verschlafen. Die FPÖ ist eine extreme Medienmacht mittlerweile, wenn man sich die Facebook-Seite, Wochenblick, Unzensuriert, Twitter.at etc. anschaut, erreicht die FPÖ über ihre eigenen Kanäle wesentlich mehr Leute als sonst und kann dort unbehelligt von lästigen oder sonstigen Fragen ihre Inhalte verbreiten. Die SPÖ hat gar nichts, hat sich lange mit millionenteuren Inseraten aufgehalten und man sieht jetzt, was sie davon hat. Das wäre dringend notwendig. Es geht aber nicht sehr schnell. So etwas dauert Jahre, um so etwas aufzubauen. Und da komme ich auf etwas, was Sie gesagt haben. Die Illusion, dass Sie, die SPÖ, schnell wieder an die Macht kommen, das ist, glaube ich, wirklich eine Illusion. Und ich als Außenstehende halte es für einen, weiß ich nicht, für einen richtigen Unfug, so zu tun, als würde die Opposition als Stärkung dienen. Wenn das wahr wäre, müsste die Vorarlberger SPÖ kurz vor der absoluten Mehrheit stehen. Die ist in den 1970er Jahren in die Opposition gegangen, ist mittlerweile knapp noch einstellig. Also das ist kein Automatismus. Und ich habe manchmal den Eindruck, die SPÖ versucht quasi alte Platten aus Schwarz-Blau 1 wiederzuspielen, die soziale Kälte etc. etc. und übersieht aber, dass sowohl Sebastian Kurz als auch Heinz-Christian Strache sehr viel geschickter agieren als Schwarz-Blau 1 und auch aus den Fehlern von damals sichtlich gelernt haben. Ein Beispiel: Transaktionssteuer. Klar kann das die SPÖ fordern, aber das machen ÖVP und FPÖ längst. Die fordern auch Steuern für Facebook, Google etc. etc. So leicht ist das nicht und so leicht kann man das auch nicht wieder zurückgewinnen. Und diese Idee, da mit diesen Mustern der sozialen Kälte etc. zu operieren. Schauen Sie sich doch an, jetzt am Beispiel Steuerreform, was da die Regierung gemacht hat. Die erste Maßnahme ist, es wurde getrommelt und wir werden alle sehen, ob das so kommt, aber ist eine Entlastung für Geringverdiener. Ich glaube, die SPÖ... Bitte? Wie der Rest der Steuerreform. Es ist bisher noch nichts beschlossen, aber ich habe schon den Eindruck, dass ÖVP und FPÖ sehr gezielt versuchen, die Fehler von Schwarz-Blau 1 zu vermeiden. Insofern kann die SPÖ nicht weiter tun wie damals. Und der dritte Punkt, den ich noch machen wollte, ist zu den Kraftzentren, die die SPÖ noch hat. Die sind sehr marginal. Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg sind ein reines Desaster. Es existiert noch Kärnten. Sehr bedingt die Steiermark, Wien natürlich, eigentlich der ÖGB. Wenn Sie sich überlegen, wie kraftvoll der ÖGB, die Gewerkschaft, angekündigt hat, einen heißen Sommer, dann einen heißen Herbst. Jetzt haben wir mittlerweile Winter und von dem Kampf ist immer noch nicht viel zu sehen. Da muss man, glaube ich, auch realistisch betrachten, was die SPÖ und ihre Organisationen noch leisten können. Damit will ich sagen, ich glaube, der SPÖ ist manchmal nicht klar, wie ernst die Situation für sie ist und all das, diese wiederholten Sprüche, wir werden wieder ins Kanzleramt einziehen. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird und das weiß man für viele Sozialdemokratien in Westeuropa auch nicht, die auch dahin taumeln. Danke. Ich möchte anschließen bei der Evelyn Singer. Du hast es jetzt bereits ausgesprochen. In Wirklichkeit wird es jetzt steuert, dass der Kampf, die politische Auseinandersetzung zu auf Bundesregierung gegen Wien. Ja, was wir jetzt erleben mit den ganzen Sprüchen, ist ganz klar ein Angriff auf die Stadt Wien, auf die rot-grüne Regierung, die
systematisch runtergemacht wird, wo es elegante, mehr oder weniger elegante Mitspieler gibt, wie die Kronenzeitung, die sich jetzt da schon eingehakt hat und jetzt sich schon auf den Land, auf den Michi Ludwig einschießt und den und da versucht jetzt da hier wiederum mitzuspielen. Ja, es ist auch ganz verständlich, ganz nach, sehr nachvollziehbar aus der Sicht der einer schwarz-blauen Regierung, dass Wien die Zentrale, der Angel sozusagen der, der österreichischen Sozialdemokratie insgesamt ist. Und wenn man dort jetzt bei der nächsten Wahl, wann immer das sein wird, 2020, einen Durchbruch erzielt, dann ist diese Partei wirklich an ihr Ende angekommen. Ja? Und das muss man so ganz deutlich sehen. Das heißt, man muss einerseits schauen, wie schafft man ein Selbstverständnis als Opposition, ja, die nur mittelfristig sozusagen, und da muss man alles einsetzen, da muss man schauen, wie man einen Aufbruch sozusagen zusammenbekommt. Ja. Und ich denke wiederum zurück an 1966 und die folgenden Jahre, wo man damals nicht damit gerechnet hat, 1970 bereits wieder zurück zu sein. Und Herr Kreisky hat selber gesagt, na, das wird so zwei Legislaturperioden haben. Was immer. Heute sind die Bedingungen noch wesentlich schlechter und wesentlich schwieriger, als sie damals gewesen sind. Aber einiges kann man sich wahrscheinlich schon abschauen. Wie kriegt man so einen Aufbruch, eine Mobilisierung zusammen? Da muss man natürlich mit den vorhin angesprochenen Netzwerken oder potenziellen Partnern, Partnerinnen, da muss man schauen, wie man sozusagen diese 1400 Experten für das 21. Jahrhundert schafft auch. Ja? Wie motiviert man die Menschen, die hier noch dabei sein wollen und die im Großen und Ganzen auch die Ideen der Sozialdemokratie ja, unterstützen? Es ist ja dieses Land dank der sozialdemokratischen Regierungen wesentlich offener und liberaler auch geworden. Ja? Dieses Auseinanderklaffen, das ist ja vorhanden, aber das sollte auch nicht überdramatisiert werden, meiner Meinung nach. Es herrscht hier, es muss wiederum hier zu einer, da muss man den Diskurs, den öffentlichen Diskurs, die Themensetzung etc. etc. Also wiederum nichts Neues, aber sehr wohl muss hier, natürlich müssen die neuen Herausforderungen bis hin eben zu den sozialen Medien und die Möglichkeiten der Kommunikation müssen eben berücksichtigt werden. Man muss aber letzten Endes auch schauen, wie man im neoliberalen Zeitalter sozusagen die aus sozialdemokratischer Sicht die Aufgaben eines Staates neu definiert. Und da kann man, und ich glaube, du hast es ja bereits gesagt, und da muss Europa mitgedacht werden. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie nur dann eine Chance hat, wenn sie in diesen europäischen Dimensionen denkt und handelt und hier auch zu Kooperationen kommt. Und dass man natürlich andererseits auch als Wien immerhin, als Sitz der Vereinten Nationen, auch in diesen globalen Zusammenhängen denkt. Und da möchte ich zum Abschluss den Migrationspakt ansprechen. Was ist da passiert? Man hat hier unwidersprochen zugelassen, dass ein Dokument, das über 18 Monate verhandelt worden ist, federführend von Österreich im Übrigen bei den Vereinten Nationen in New York, und ich kenne dort einen sehr, sehr guten Botschafter, der das federführend gemacht hat, und man hat sich von Rechtsextremisten, von den Identitären hier in Österreich aushebeln lassen. Wer hat davon gewusst? Offensichtlich in der Sozialdemokratie niemand. Und so ist es durchgegangen auch, dass zum Beispiel der jetzt noch in der Sonntagsrunde im Fernsehen bei der Pressestunde der Bundeskanzler sagen konnte, da gibt es eine Vermischung von Wirtschaftsmigration und Flüchtlingen. Explizit steht das drinnen, dass das nicht der Fall ist. Deshalb gibt es ja auch einen Flüchtlingspakt. Wer hat da öffentlich argumentiert? Wer hat gesagt, Sie behaupten die Unwahrheit? Da muss man schon sagen, da muss man wahrscheinlich so etwas wie eine Oppositionspolitik tatsächlich erst einmal aufbauen. Aber das setzt aber...
Aber das setzt einmal voraus auch, dass man das entsprechende Know-how aktiviert, dass man schaut, wo sitzt wer in der Löwestraße, was macht der da. Und man muss für viele verschiedene Bereiche, das wird nie einer allein erheben können, weder hat das der Gusenbauer zusammengebracht, noch der Kern. Man muss sich hier breiter aufstellen, man muss hier kompetente SPÖler haben, die für bestimmte Bereiche sprechen und dann auch dafür anerkannt werden. Ja? Und als solche auch akzeptiert werden und denen man zuhört. Also das ist sozusagen jetzt nur ein Beispiel dieser Migrationspakt, wo wirklich verlorene Chancen waren, wo man die hätte vorführen können, diese Regierung, wo es nicht geschehen ist. Damit wir nicht völlig frustriert werden, weil wir jetzt davon allen Problemen sprechen, vielleicht auch eine andere Perspektive. Alles ist korrekt, ich stimme dem allem zu und trotzdem wäre die SPD froh, wenn sie die SPÖ wäre in der heutigen Situation. Und zwar der Grund ist der, dass die SPÖ, so sehr sie hier als Dead Man Walking bezeichnet wurde, eine klare Richtung vorgezeichnet. Sie ist erstens in der Opposition. Sie kann also wesentlich angriffiger agieren. Sie kann Dinge fordern, die sie auch nicht liefern muss. Sie kann also durchaus eine Google-Steuer fordern. Das hätte man nie dem Kurz überlassen sollen, weil sie kann wesentlich kantiger agieren. Das kann die SPD in Deutschland überhaupt nicht, weil sie in der Regierung sitzt und permanent eine Regierungskrise dann provoziert und dann selber in Neuwahlen geht, die sie eigentlich nicht möchte. Zweitens ist nicht auch auf der Hand, es gibt ja viele, die kurz Schwarz-Blau nicht wählen. Also das ist natürlich eine Gruppe, die ich versuchen muss also wo ich hingehen kann. Also auch die politische Richtung ist klar. Die Idee, weil wir Sie vorher gefragt haben, also wie weit soll die SPÖ sich deren Ideen öffnen? Da wurden schon zwei, wo sind, wieso soll da noch ein dritter reingehen? Da gehe ich in die andere Richtung hin. Und Kern hat ja das gezeigt, dass Grüne zur SPÖ gingen, weil die glaubhafteste Verhinderung war von Rot-Grün. Also da hat die SPÖ natürlich Chancen. Und alles, was gesagt wurde in Reform, stimmt ja auch. Aber natürlich müssen Strategien auf zwei Ebenen gefahren werden. Einerseits ist die SPÖ von den Umfragen her, liegt sie immer noch relativ gut. Also es ist nicht so, dass die ÖVP jetzt 20 Punkte vorne wäre und es kann sich auch einschleifen, da kann es auch Probleme geben mit der Zeit. Also die SPÖ muss in einer Position sein, dass sie in der Lage ist, glaubhaft eine stärkste Partei zu werden, oder zumindest einen Druck aufzubauen. Das muss sie. Wenn sie da zurücksinkt und wenn sie da nicht zulegt, dann hat sie Schwierigkeiten. Aber das ist nicht völlig unerreichbar für die SPÖ. Und sie muss, und sie auch von der politischen Ausrichtung her, kann man sich etwa am Bundespräsidentenwahlkampf auch ein Beispiel nehmen, wie man in der Lage ist, eine Stimmung aufzubauen. Es wurde auch angesprochen, ich muss Neugier auf die Zukunft aufbauen. Ich muss die Angst nehmen. Ich muss eben damit, und ich muss über neue Medien neue Wähler und Wählerinnengruppen erreichen. Ich glaube, das liegt an sich auf der Hand und es ist jetzt nicht eine große Frage, ob ich das machen muss, dass ich das machen muss. Dass die Partei sich daneben grundsätzlich neu aufstellen muss, ist eine andere Sache. Aber die muss irgendwo auch beides. Gebe ich Ihnen recht, wenn die SPÖ das jetzt nicht tut und sie jetzt in mehrere Oppositionsperioden verfällt, dann passiert ihr das und vielleicht ist nicht vor Adelberg, sondern ist vielleicht Salzburg sehr gut. In Salzburg war das als ich nach Salzburg kam aus den USA, war das die Landeshauptwahl. War das eine relativ starke Partei und jetzt existiert die Partei nur noch in Form der Gewerkschaft. Aber die Gewerkschaft ist nicht die SPÖ. Die Gewerkschaft hat ganz spezifische Interessen und ganz spezifische Positionen und die Gewerkschaft tut sich schwer, breit zu werden und bestimmte Personen, Wähler und Wählerinnen anzusprechen, die jetzt nicht in diesen arbeitenden in diesen Berufen sind. Und da liegt die große Gefahr, dass man dann quasi zu einer kleinen oder mittelkleinen Partei schrumpft und dann nicht mehr aus dieser Position herauskam. Die Rechte ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Studien zeigen sehr schön, dass die überall dort, wo rechtspopulistische Parteien erfolgreich sind, haben sie sich als Massenparteien organisiert. Es gibt keinen größeren Schwachsinn als die Idee des charismatischen Führers, also das Haider-Phänomen, sondern in der Tat sind die Rechtsparteien erfolgreich, weil sie sich organisiert haben, weil sie zu den Menschen gingen, weil sie
ausgeschlossen waren von den Mainstream-Medien, sich dann in den neuen Medien dort denen geöffnet haben, weil sie der Lega Nord hat von der KPI das Organisationsmodell übernommen, die sind überall präsent, reden auch mit den Leuten, sind da sehr aggressiv und die Rechten sind sehr erfolgreich, diffuse Ängste mit neuen Ideen zu füllen. Also wir haben diffuse Inhalte und die Rechte pflanzt diese strukturierten Ideen dort ein. Und das funktioniert sehr gut. Und da haben sie auch gelernt, wie sie das unter die Leute bringen, wie sie das thematisieren. Und in dieser Technik der Macht liegt natürlich schon etwas. Ein Teil des Erfolges vom Sebastian Kurz sind ja nicht die Inhalte der Politik. Die gab es ja weder im Wahlkampf noch gibt es seither. Sondern es ist, wie diese Inhalte verkauft werden. Und wie das paketchenweise und schüppchenweise unter die Leute gebracht. Immer mit den richtigen Schlagwörtern, die getestet sind und einmal dieser Good Cop, Bad Cop, der Kanzler mit der Gravitas und dann der Vizekanzler, der hat dann mal schärfer nachlegt. Und die spielen dieses Doppelbassspiel sehr, sehr erfolgreich. Und wieso die SPÖ hier nicht einfach auch deftiger und griffiger agieren kann. Sie verhält sich viel zu sehr wie eine Regierungspartei, die quasi die Staatsräson hochhalten möchte. Das ist sehr ehrenhaft natürlich, aber das hilft dem momentan überhaupt nicht. Und ich glaube, und das gebe ich Ihnen recht, auch die Ansage des Stadtrats zu sagen, naja, das werden wir so nicht machen, da riskieren wir mal was. Das sind genau die Dinge, glaube ich, die Partei braucht. Weil das führt auch zu Aufmerksamkeit, da reagiert man darauf, da entsteht eine Diskussion, dann entsteht Druck und das ist genau die Sache, die eigentlich von ganz oben kommen müsste. Also da fehlt mir einfach die Kantigkeit der Partei. Danke. Herr Katzmeier, haben Sie noch eine Antwort auf eine von den Fragen? Oder machen wir noch eine? Was ist mit der internationalen? Nur kurz zur Internationalen, ja, die gibt es noch. Tatsächlich, aber sie ist irrelevant geworden. Ja. Auch da wieder, da fehlt natürlich jeder Zusammenhang. Wenn man im Lokalen keine, sozusagen keine internationale Einstellung hat, kein internationales Sekretariat hat, was macht man dann mit der sozialistischen Internationale, abgesehen davon, dass es dort auch seit vielen Jahren schon organisatorische Probleme gibt. Aber das ist das Paradoxon, auf das ich eingangs hingewiesen habe. Alles wird international, alles wird global, nur die Sozialdemokratie wird was. Ja? Also das ist das Problem. Und da muss man natürlich auch dann sagen, wann war zum letzten Mal zum Beispiel ein Treffen der europäischen Sozialdemokraten in Wien? Hätte man ja auch irgendwas machen können während der Regierungszeit. Wann immer. Also es geht schon einfach darum, dass man, und da bin ich mit dem Professor Heinisch einer Meinung, man muss schon das auch organisieren. Man muss Dinge organisieren. Voraussetzung natürlich ist, dass man auch Inhalte transportieren möchte. Ganz klar. Aber wahrscheinlich kann auch sein, möglicherweise ist diese Form der Organisation auch obsolet, überholt, wie die sozialistische Internationale aufgestellt war. Aber ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren hat die SI eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Mit Kreisky, Brandt und Palme war das eine europadominante und weit darüber hinaus wirksame Organisation, die natürlich auch das Selbstbewusstsein aller österreichischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch angekurbelt hat. Man war stolz drauf, dass die SPÖ oder der Kreisky oder der internationale Sekretär, der Peter Jankovic oder immer bei den, Neutralen und so weiter unterwegs war. Das sind Sachen, die heute einfach fehlen. Heute kann man es natürlich nicht mehr eins zu eins so übernehmen, muss sich überlegen, wie man das macht. Aber gleichzeitig ist es schon gut, wenn man, und da bin ich auch bei denen, die sagen, ja, wir haben ja einiges als Sozialdemokratie geleistet, dass man gelegentlich einmal zurückblickt und einmal schaut, was da war, sich ein bisschen ein Selbstbewusstsein vielleicht auch zurückholt und sagt, das schaffen wir, das können wir machen im 21. Jahrhundert, was immer natürlich betont werden soll. Es hat zwei Bedingungen gegeben, unter denen progressive Politik gelingt oder gelungen ist in der Vergangenheit. Und die erste Bedingung ist, dass es
eine Allianz mit den fortgeschrittensten Vertretern der Produktivkräfte gegeben hat. Was meine ich damit? Das waren einmal die Drucker, dann waren es einmal die Eisenbahner. Und wer sind die heute? Das sind heute nicht mehr die Eisenbahner, das sind halt nicht mehr, sondern es sind heute die, die die Sensoren entwickeln, die Artificial Intelligence entwickeln. Und das sind die Leute, das sind die Gewinner der Gegenwart. Und dort gibt es 5-10%, mit denen man sich zusammensetzen muss und sagen muss, okay Freund, ihr seid jetzt Gewinner, aber wie sieht eine Gesellschaft aus, eurer Meinung nach, wo wir all die anderen, die hier jetzt gerade durchgearbeitet werden, mit auf den Weg genommen werden. Und mit denen, man kann sich nur mit denen zusammensetzen, die heute vorne sind. Der Disconnect in den Netzwerken der Sozialdemokratie mit den fortgeschrittensten Bereichen der Technologie, der Wissenschaften, kann nicht größer sein als zurzeit. Also, diese Allianz. Und die zweite Bedingung, historische Bedingung, unter der progressive Politik gelungen ist, ist immer dann, wenn es gelungen ist, die herrschende Elite, das Bürgertum zu spalten. Und ich sage da noch eines, es gibt ungefähr 20% unter denen, die hier jetzt ÖVP gewählt haben beim letzten Mal, die das alles nicht cool und großartig finden. Und es wurde schon erwähnt, diese Van der Bellen-Koalition, diese berühmte, hat es tatsächlich gegeben und strukturell hat sich da nichts geändert, massenpsychologisch, in den vergangenen 2-3 Jahren. Aber das setzt voraus, dass man zuhört, dass man aus den Funktionärs-Infights hinausgeht. Und vor allem eines macht irgendwie. Ich glaube, dass wir nicht viele Umfragen zurzeit benötigen, schlicht und ergreifend deshalb, weil wir uns in einer Übergangszeit befinden, wo die Kategorien, nach denen wir abfragen, was die Menschen denken und wollen, Kategorien der Vergangenheit sind und die uns vernebeln und uns eher quasi selber im Weg stehen. Es geht doch ganz einfach darum, wenn es etwas gibt, das einen selber berührt, und einen selber begeistert. Es ist wie ein guter Song. Ein guter Song ist, schreib einen Song über ein Thema so klar und einfach wie möglich. Ein Thema, das dich berührt. Und es wird jemanden anderen berühren. Es ist ganz einfach. Und wenn du nicht begeistert bist, wieso soll das irgendjemanden interessieren und begeistern? Das heißt, überall dort, wo man selber spürt, irgendwie, das ist etwas, was einen berührt. Das ist etwas, was einen bewegt. Und diese Das Wort Energiezentren ist gefallen. Ja? Um diese Quellen herum muss ein Diskurs organisiert werden, müssen die Schätze der Vergangenheit wieder freigelegt werden, wieder in der Archäologie mit dem Pinsel, der Staub, die Staubschicht freigelegt werden. Aber das muss etwas sein, das von innen kommt. Und wenn du herumläufst und völlig disconnected von dir selber bist, voller Angst, einen Fehler zu machen, ja, wen interessiert das? Angst. Niemand will mit jemandem zusammen sein, der Angst hat. Und deshalb nochmal die Frage, was ist das, was uns berührt und das uns inspiriert? Und das muss die zentrale Frage sein. Und die Frage, was die Menschen da draußen denken, alleine dieser Dualismus, diese Dichotomie ist schon eine gefährliche und eine sehr ungesunde. Diese Frage kommt dann irgendwie irgendwann, wenn es darum geht, tatsächlich Wahlkämpfe zu organisieren, aber jetzt ist die Zeit, diese Quellen freizulegen und das, was uns etwas bedeutet und das, was zu uns spricht und dass wir merken, ah, das ist stimmig, ja genau, das ist es, das muss man wieder aufspüren. Danke für diese abschließenden Worte. Danke an die Gäste für die Zeit, die wir heute hier gemeinsam verbracht haben. Danke an Sie, das Publikum, dass Sie heute hierher gekommen sind. An dieser Stelle abschließend bleibt mir nur noch der Hinweis, wir sind zwar die Jungen im BSA, aber feiern am 22. Jänner auch schon unser 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Abend, zu dieser Jubiläumsveranstaltung, werden ganz viele Künstlerinnen, Dichter,
Persönlichkeiten kommen und mit uns zum Thema die Verantwortung der Dichter und Denker reden. Und dazu möchte ich Sie sehr herzlich einladen. Das ist die nächste Veranstaltung, die es gibt. Wir haben auch schon die übernächste Veranstaltung geplant und so weiter. Das bitte ich Sie entweder der Homepage zu entnehmen oder Sie bekommen es ohnehin zugeschickt, auch weiter zu erzählen. Und ja, danke fürs Hiersein. Danke.